So, weiter geht's. Kiel ist der nächste Gegner. Direkt rein damit. Jetzt spielen wir zu Hause. So, gut, gehen wir rein. Ich darf Sie herzlich begrüßen, liebe Zuschauer, zu einer hoffentlich spannenden Begegnung. Ihre Kommentatoren heißen wie üblich Wolfuß und Frank Buschmann. Und auf dem Programm steht heute ein Spiel aus der zweiten Bundesliga. Schalke 04 gegen Holstein Kiel. Ein interessantes Ligaspiel natürlich, Wolf. Das sind zwei Mannschaften, die sich heute zeigen wollen, die sich zeigen müssen. Die Fans haben eine hohe Erwartung. Von ihm erwarten wir heute einiges. Mit ihm haben wir den erfolgreichsten Torschützen der Liga vor uns. 24 Mal konnte er schon jubeln. Klar, dass das der Bestwert ist. Jo. Vielen Dank und viel Vergnügen bei diesem Spiel. Und auf damit geht's. läuft die erste Hälfte. Schalke 04 mit dem Anstoß. Javairo Dilrosun. Ach Mann, war doch nichts. Da steht die Abwehr Was? Sicher. Wie läuft das? Okay. So, Hinspiel haben wir gesagt 4-1 gewonnen. Mühling. Mal gucken, wie es im Rückspiel läuft. Genauso. Sie ziehen an der Spitze einsam. Ja, komm ich weg. Ja, und es scheint ja wirklich so, als könnte Ihnen da überhaupt keiner gefährlich werden. Pauli auch dabei. Ecke. Ball draußen, das gibt jetzt Eckball. Da kommt die Ecke. Die Kopfballchance, aber das ist natürlich schwach. Ja, ärgert ihn auch, sieht man. Na, muss mal gucken. Am Ende zu viel, das war vom Timing nichts. Es tut sich was im Parallelspiel, nämlich ein Tor. Deshalb kurz mal rüber ins Studio. Ja, wir haben hier das erste Tor für den FC St. Pauli. Neuer Spielstand damit 1 zu 0. Pauli also. Gespielt sind hier 7 Minuten. Danke vielmals. Chance zur Führung. Ja! Sie wollten hier von Anfang an Ton angeben. 13 Minuten. Schöner Ball da raus. Keiner kann ihn stoppen. Und am Ende hat er dann sogar jede Menge Zeit und macht ein super Tor. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Die Nummer 16. Javairo de Rassum. Hat funktioniert bisher. Der Ballverlust. Nummer T. Ja, der kommt nicht durch. Das könnte vielleicht was werden. Gut verteidigt. Der Kotschow, gut gemacht. Schalke jetzt über außen. Ja, es ist aber gerade keine Position, wo ich irgendwie was versuchen kann. Vielleicht jetzt. Da können Sie klären. Ne. Ecke jetzt. Vielleicht können Sie die Führung ausbauen. Schauen wir nochmal drauf. Hier ist der Treffer. Jetzt die Ecke. Sie haben diese Partie. Und das ist das 2-0. Kolasinac. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Die
schauen noch mal auf die. Das müsste Kolasinac gewesen sein. Ist der Eckball und dann hat er wenig Glück, denn den Ball trifft er nicht wirklich gut. Okay, dieses Tor. Aber wie? Gerne noch mal aus einer anderen Perspektive. Tatsächlich. Ja. Sein erstes Tor. 2:0, sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Ich habe Pokal alle mal getroffen, aber nicht in der Liga. Mühling. Also 2:0 auf jeden Fall schon mal in Führung, also als im anderen Spiel, im Hinspiel. Da führte man 1:0, dann gab es so einen Ausgleichstreffer und dann. Ja. Sieht vielversprechend aus. Und jetzt haben sie den Ball durch. Mustafi. Ja, Kiel faltet sich da jetzt ein bisschen durchs Mittel da rein. Weiter mit dem Vorteil. Mal sehen, ob sie den nutzen können. Da erobert er den Ball. Ah, unnötig. Ja, es gibt Geld. In Sachen Ballbesitz ist schon in diesem Spiel das deutlich schwächere Team. Aber ja, eigentlich ein. Sie haben sich diese Führung erarbeitet mit Effizienz, mit Einsatz. Und Ballbesitz ist eben nicht alles, ne? Jetzt gib ihm da vorne und rein damit. Da wäre Platz auf Haus. Der Rose, der da überhaupt den seinen Verteidigerkollegen da wegläuft. Oh, das klappt wunderbar. Das sieht er ganz genau in den Pfosten. In den Pfosten hin, rein ins Glück. Und genauso wie beim 1-0 funktioniert es auch mit dem 2-0. Da setzt er sich durch. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf, am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Passt. Vorsichtig formuliert zeichnet sich da spätestens jetzt eine gewisse Dominanz ab. Die Anzeigetafel spricht Bände. Das ist immer nicht dabei ein Vierter. Klasse, wie er das macht. Holt sich den Ball. Der Ball ist weg und jetzt könnte der Gegner angreifen. Ah, ein bisschen Ballverlust. Gut mitgelaufen da. Und das ist der Ballverlust. Schöner Ball, der Olsen. Was für eine Aktion. So gerade eben noch verhindern sie das Tor. Was für eine Rettungstat. Und wenn sie nicht auf... Pause ist vorbei, das Spiel geht weiter. Weil jetzt gerade noch mal jawohl, gut gelöst. Kolasinac. Kriegt er den noch darum? Richter! Gefährliche Szene. Tor für Schalke. Ich dachte schon, der wäre vorbei. Aber der passt. 4-0. Wie dieses Tor entstanden ist. Erst der Steilpass und dann setzt er sich durch. Willensstark. Das zeichnet ihn einfach aus. Er lässt der Abwehr keine Chance. Ganz entspannte Mienen auch am Spielfeldrand. Die deutliche Führung. Er weiß, das müsste es in dieser Partie eigentlich sein. Ist wirklich eindeutig eine ganz einseitige Partie.
Die Spekulation, ob er bleibt oder nicht, die sind beendet. Er hat sich entschieden, er wird den Verein wechseln und sich einer neuen Aufgabe stellen. Dem steht eine tolle Zukunft bevor. Das sehen alle Experten so. Kannst du fragen, wen du willst. Das wird ein Star. Vorteil, Schalke 04. Ah, der Ballverlust. Ballbesitz verloren. Ah, da passt er nicht auf. Nicht gut verteidigt. Krise. Funktioniert. Ja, das hätte gefährlich werden können. Dilrosun. Javairo Dilrosun. Vielleicht. Der hat ja schon zwei heute gemacht. Da kommt aber keiner auf die Idee, ich könnte da mal mitgehen. Scheiße, das hat nicht ganz funktioniert, wie ich das wollte. Ich wollte den schönes ausspielen lassen oder rüberlaufen lassen. Seine Pässe kommen heute richtig gut an. Naja, egal, alles gut. Wie's? Das sieht durchaus vielversprechend aus. Starkes Tackling hier. Mustafi. Und der Vorteil für Schalke. Mustafi. Ballverlust. Ja, ein bisschen aufpassen. Ja, der Bujalab hat ja schon gelb. Er ist noch heiß. Super Parade. So, den Verteidiger lässt er kurz mal komplett aussteigen und der muss jetzt ein bisschen aufpassen, den. Das könnte die Gelegenheit geben. Er hat Tor Nummer 3. Ja, der macht seinen Hattrick. Wahnsinn, seine Form. Der trifft nach Belieben, tanzt die Abwehr ein ums andere Mal aus. Schau nochmal auf die Wiederholung, das ist ein richtig gut gespielter Konter. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf, am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Wieder ein Treffer, 5-0. Das spricht eine deutliche Sprache. Ganz sicher, auch dieser Ball kommt an. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Klappt, wunderbar. Sie bekommen den 20 Minuten noch, 5-0, der Führung, der hat das schon. Also der Zwischenstand. Spielende das aktuelle Saisontrikot. Ganze 9 Euro günstiger. Der Rolle. Kobylanski. Guter Pass. Die Chance jetzt. Das ist das 6-0 von Terodde. So, in letzter Minute durfte er nicht spielen, jetzt aber heute mal eingewechselt werden, der Robinak. Wir schauen nochmal auf die Wiederholung. Da setzt er sich durch. Ja, da hat er die Situation blitzschnell erkannt und gleich mal die ganze Abwehr ausgehebelt. Absolut, Wolf. Das war gedankenschnell. Da konnten sie ihm nicht mehr folgen. Große Freude auch am Spielfeldrand. Er ist zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. Das müsste es doch eigentlich jetzt sein. So, Doppelwechsel. Das wird heute wohl nichts mehr für sie. Das Spiel ist fast vorbei. Kurzer Blick zur Uhr, Viertelstündchen haben wir noch. Kann klären auf Kosten dieses Einwurfs. Ja, Rese wieder versucht, Kolasinac, der auch schon Leute getroffen hat, nach der Ecke. Die Abwehr steht gut und sicher, im Moment ist da kein Durchkommen. Muss jetzt ein bisschen arbeiten, jawohl, hat funktioniert. Schade. Parallelspiel im Studio gibt's alle Infos jetzt. Wir haben hier das erste Tor. Abseits. Oh, da ist er durch. Den Ball hat er. Ganz souverän. So, ich weiß noch, was abseits. Er holt den Ball hier ganz stark. Ja, Kiel will nochmal irgendwie so ein bisschen das Ehrentor machen. Wieder Robinak, also Kiel probiert jetzt nochmal zu. Hätte das von Anfang an so gemacht, hätten wir mehr Probleme gehabt. Klasse,
Gutes Anspiel. Gute Chance. Da würden sie es. Besser als gar nichts, könnte man sagen. Immerhin können die Fans mal leider nicht zu null. Da wird die Entstehung dieses Tors nochmal erst das feine Kurzballspiel und dann geht's kaum besser. Aus der Halbdistanz mit Effet technisch brillant gemacht. Dann war's das. Nun steht es fest, Sieger dieser Partie sind die Gastgeber. Das war wirklich eine klasse Leistung heute. Man hat gesehen, was sie drauf haben. Schlicht und ergreifend. Überzeugend. Da wäre Platz auf außen. So, dann ist hier das Spiel aus. 6:1 der Endstand. St. Pauli patzt, Gott sei Dank. Also damit haben wir wieder den nächsten kleinen Schritt Richtung Dings gemacht. Warte mal, gucken wir mal gerade kurz wegen dem Transferfenster noch schnell. Frankfurt, ja, ist das nächste Pokalspiel. Ist das Pokalspiel. Aber jetzt haben wir noch die Deadline eben kurz für die. So, gucken wir mal gerade. Na, Transferbudget, ja. 13 Millionen. Das ist ein Villa. Dann nehmen wir das halt an. Das wäre jetzt. Vielleicht kann ich doch da irgendwie dazwischen grätschen. Noch mal kurz über zu Ende hier. Wir kennen ihn weg. Ja, das verkauft man. So, jetzt mal gucken, ob ich den Wirbel im Wirbel noch dazwischen grätschen kann. Ah, das wechselt. Der wechselt wahrscheinlich zu Dings. Die Frage ist, wen kann man ja jetzt, weil der Wilber wahrscheinlich weg ist, ja, der dürfte jetzt noch nach Österreichisch, dürfte links gegangen sein, zu Anderlecht gegangen sein. Ich guck gerade mal rein. Nö, ist er nicht. Die Frage ist, kriege ich ihn jetzt auch schnell verpflichtet für so und so viel Kohle. Wir machen es aber anders. Wir werden einen anderen Spieler verpflichten. Ich glaube, einen Innenverteidiger habe ich ja noch irgendwo auf der. Ja, wohl, Innenverteidiger müssten wir eigentlich verpflichten, ne? Ja, ich weiß, wen ich hole. Versuche ich zumindest. 22 Millionen hat der jetzt auch so. Ach, das ist teuer. So. Ich brauche eigentlich einen Verteidiger. Da sind eigentlich ein paar Leute dabei, wahrscheinlich, wo es nicht möglich ist. Position in Verteidiger brauche ich. Ja, ich brauche keinen Verteidiger. Wo ich brauche noch keinen Verteidiger, also in der neuen Saison. Stimmt. Als Mittelfeldspieler jetzt, weil ich mir Kenny ja weg ist. Oh, warte mal. Ich riskiere es jetzt gerade nicht, da irgendwie noch was nachzukaufen.
spare mir die Kohle lieber für die neue Saison. Drin. Ich habe zwar jetzt auf 14 Millionen, aber ich spare mir, wie gesagt, die Kohle lieber für die neue Saison, weil ich dann eher die Kohle mitnehmen kann und den Kader ein bisschen aufbauen kann. Ich habe einen Transfer geholt. Dragovic ist tatsächlich auch schon weg. Okay, dann muss. Ja, na gut, egal. Scheiß drauf. Da bin ich jetzt nicht gerecht, dass der sofort geht. Geht der sofort? Müssen wir mal gerade gucken. Ob wir tatsächlich Spieler haben. Spieler suchen, denen der Vertrag nämlich ausläuft in der neuen Saison. Auf der Transferliste. Ja, gucken wir dann. Wie gesagt, was dann denn frei ist. Gut, dann war's das für heute. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's weiter mit dem Pokalspiel gegen Eintracht Frankfurt.